Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Super. So, ich stelle das mal da her, damit der Mike das... Na, wieso hängt es ein wenig? Es soll nicht hängen. So, tja. Und hier. Super. So, dann mal da rein. Und ich würde sagen, Gefahren-Dings müssen wir aufdrehen, auf jeden Fall. Vielleicht nehmen wir uns doch den Cowboy-Hut. Oh, 30 Grad. Das ist halt schon viel Hitze hier. So, super. Oh, 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 wir müssen runter. Wir müssen runter. So, schnell ein paar Brettchen mitnehmen und dann sofort wieder runter. Ui. So. Wir schalten hier mal ab, was geht. Steinmühlen, Ölsauger, Betonmischer, bam. So, und sofort runter. Ich dachte, es geht schon los. Nö, noch nicht. So, der Mike kommt schon. Das ist gut. Wir stellen mal den Wagen da ab. Super. So, ich hätte auch gerne hier dann Balustraden, aber später dazu mehr. Holzbrüstungen? Ja. Aber die richtigen Pfeile drin haben wir. Ist das fies hier? Aber dieses Warten immer auf die Horde, oder? Das ist ja widerlich. So, ich droppe die mal da. Und haben wir jetzt zwei Horden zeitgleich? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, das haben wir nicht fertig gemacht. Na ja, gut. Solange es nur im Planungsstadium ist, können sie das uns auch nicht zerstören. Okay. Hallo Mike. Ich weiß nicht, warten wir jetzt noch? So, wir haben sechs Stück. Ja, müde auch noch. Ja, müde auch noch. Jetzt noch die Horde? So, da. Drei Stück fehlen hier. Eins, eins, zwei. Schöner Ausblick, kann man mal sagen. Von oben natürlich besser, aber ihr ahnt es schon, dass da hinten... Hier den hinteren Teil ziehen wir jetzt noch eines hoch. Dann haben wir sozusagen eine kleine Gebäudeverkleidung. Eine kleine Verkleidung. So, platzierbar, Lager. Nein, nicht Stöckchen. Platzierbar, Lager. Der Holzscheitständer. Dum, dum, dum. So, da machen wir den hier. Jawohl. So, na, wenn niemand kommt. Ich glaube wirklich, es kommt niemand. Ach, dieses Warten immer auf die Horde, es ist schon herausfordernd. Hallo Frosch. Yeah.
Habe ich jetzt keine Horde hier? Mike, du musst das reparieren. Oh mein Gott. Mike. Mike. Jetzt laufen wir rauf. Jetzt kommen sie gleich wetten. Das Ei gar nicht essen. So, wir laufen gleich wieder runter. Ich habe so die Befürchtung, dass die jetzt gleich loslegen hier. Hallo Mike. Füllen wir das mal auf. Sollen wir uns hinlegen? Wir können uns ja nicht hinlegen, während die Horde gerade kommt. Oder? Geht das? Was wir tun können, ist natürlich auch reparieren. Wir nehmen das, das, das. Das, ein bisschen was. Haben wir hier einen Reparaturhammer? Nö. Verdammt. Mike, ich fühle mich unwohl. So. Eigentlich hätte wer kommen müssen. So, 5 Uhr früh ist gut. So, wir nehmen die ganzen Brettchen mit nach unten. Ich bin aufgeregt, meine Lieben. So, hier ist ein Reparaturhammer. Ich nehme den Verwässerungshammer. Ich nehme den Reparaturhammer. So, jetzt laufen wir mal runter. Sehr komisch, dass nichts kam. So, Betonzaun, da ist alles gut. Tor ist auch alles gut. Mike? Mike? Da hinten. Okay. Da ist ein Spitzenfall hier. Komisch, der ist in Ordnung. Und der da drüben war nicht gut. Wieso hat er den einen nicht repariert? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Wir könnten einen Huhn holen. Wir lassen das noch. Alles in Ordnung. Sehr, sehr, sehr seltsam. Na gut. Und soll es recht sein. Alles gut. So, wir haben ein paar Brettchen dabei. Wir haben ein bisschen was zum Reparieren und Neuaufbau. So, Reparatur. Bam. Das legen wir da rein. So. Den da. So, wenn nämlich nichts kommt, dann kommt nichts. Alte Weisheit. So, wir brauchen hier Wände. Bam. Einmal er, da kommt ein Fenster oder ein Balkon und ich tendiere eher zum Balkon. So, da die Wände. Und die Frage ist auch, machen wir da nur einen?
oder zwei. So, da unten haben wir den weggenommen. Nein, das ist der Spitzbalkon. Den werden wir vielleicht wegnehmen. Bin ich mir aber noch nicht sicher. So, da kommt auf jeden Fall Decke. Nö. Ja. Ja. Super. So, und hier brauchen wir auf jeden Fall eine Brüstung. So. Sehr gut. Wunderbar. So, da haben wir die Tür. Das ist gut. Dann haben wir hier den Balkon. Hier kommt eine Wand mit Fensterchen oder eben gar nichts. Das ist ja die Frage. Ich zeige das kurz mal, wieso und wie ich das meine. So, das wird höher gezogen hier noch. Die Frage ist, ist das Ganze hier das Gebäude? Also ein zweitiefes. Ich habe noch immer das Gefühl, dass die gleich kommen. Jo, Mike, leg's da hinten ab, ne? So. So, und da könnte man, da gehört auf jeden Fall eine Tür rein. Ich meine, wir bauen es natürlich wieder mal, aber ihr wisst wieso. Wieder mal viel zu groß. Hier der Balkon. Man könnte den um die Ecke ziehen. Und da auch noch so einen Balkon, aber dann hätten wir so Balkonecke an Balkonecke und deswegen wollte ich das nicht. So, was wir aber da machen, ist das da. Zwei Fensterchen? Eigentlich brauchen wir da kein Fensterchen. Naja. Ja, ja, alles gut, Mike. Alles gut. So, und hier kommt dann auch noch eine Balustrade rein. Eine Brüstung. Was wir hier aber könnten. Es ist einfach nur der Optik wegen. Es geht um die Optik. Wie das so zusammenfällt. Super. So, wir lassen den Wagen kurz mal da stehen. Ich habe auch überlegt, ob wir noch eine Werkbank, eine Sägebank herstellen. Sicherheitshalber. Aber ernsthaft, wer braucht das? So, und diesen Spitzbalkon vielleicht abreißen. Da wäre schon schöner was Rundes, oder? Ja, wir überlegen noch. Wir überlegen noch. So, ich gehe jetzt mal davon aus, die Horde kommt einfach nicht mehr. So, Reparatur. Wir haben hier Nashville. Und das bringen wir mal rüber zur Mine. So. Dann machen wir die Tür gleich zu. Ich weiß, da kommt keiner, aber ich fühle mich etwas wohler, wenn die Tür zu ist. So, ein bisschen Kohle. Für die Küche nämlich. Wir waren schon lange nicht mehr in der Höhle, also so richtig. Mit Abbau und so. Bin noch immer etwas stiller heute. Bei wegen Angst vor Horde. Wir haben ja gestern, Freitag, die Folge beendet mit ganz knapp Wert vor Horde.
eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um loszulegen. Einen kleinen Ausflug mit dem ATV, dass wir noch den Truck finden. Ich glaube aber, wir haben den irgendwo in einem Dorf schon mal gehabt, aber ignoriert. Jetzt müssten wir alle Dörfer nochmal absuchen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist halt, wir brauchen ihn nicht zwingend. Und daher ist bei mir die Wertigkeit für den Truck jetzt eher. Hätten wir die Base flacher gebaut? Oh. Oh, wir müssen noch über was reden. Und zwar. Aber wenn die Horde eh nicht kommt, können wir die Geräusche wieder hochschrauben. Und zwar Urlaub. Ja, ich weiß, ich weiß. So, und zwar Juli. Ja, auch ein Monat. Juli werde ich 3 Wochen nicht da sein. Das heißt, etwas über 3 Wochen sogar. Was ist das da? Ein Eichhörnchen. Ich werde Folgen vorproduzieren. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und ich werde mich bemühen. Ja, bemühen. Ich werde mich bemühen, dass wir das so vorproduzieren, dass für jeden Tag mindestens eine Folge da ist, weil das mache ich, seit wir diesen Kanal haben. Ihr wisst, jeden Tag mindestens eine Folge. Aber schauen wir mal, es ist natürlich ein echt großer, da hinten schon Skorpion, wir gehen. Komm, pack die Kiste ein. Wir gehen jetzt drauf nach Heim. So, ist natürlich extrem viel vorzuproduzieren bei 21 Folgen. Für 3 Wochen, das ist ein bisschen über 21 Folgen. So, wir stellen das mal einfach da ab. Ja, später. So, jetzt schauen wir nochmal Steinmühlen. Ja, Wasser könnte man gleich wieder aufdrehen. Und Betonmischer auch. Ölsauger, Wasser. Ja, komm. So, dann hängen wir den Froscher auf. So, ich weiß, wir müssten mehr kochen und wieder mehr mit der Küche machen, aber eins nach dem anderen, meine Lieben. Eins nach dem anderen. So. Wir bringen die Pülzer. Oh, da müssen wir auch noch fertig bauen. Naja. So, wir haben Dosenkohle. Hier, Kohle. Kohle. So, und da packen wir mal rein, was wir an Kohle haben. An sich haben wir die Öfen ja schon vorbereitet. Kohle reingelegt. Das müssen wir auch machen. Kupferbahn. Oh, wir müssen noch viel. Den müssen wir auch noch zerlegen. Und das machen wir gleich. Bäh. Der arme Böhr. Der arme Böhr, dem war wohl nichts zu schwör. So, dann nehmen wir mal da. Hängen wir den Bären her. Und ganz wichtig, wir müssen den Tisch umdrehen. So. Super. Tisch umdrehen. Mal hierher. Und Tisch. Kriegen wir so einen Schwebetisch zusammen, oder? Ja, passt. Der ist tiefer, der ist höher. Schwebt leicht. Liegt an der Kiste. So. Ah, gleich viel besser. Gleich viel, viel besser. So, auf jeden Fall brauchen wir viele, viele Folgen. Es gibt ein neues Projekt, das werde ich dann noch vorbereiten. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, habe ich und wir ja noch. So. Dankeschön. Wunderbar. So, das legen wir daher. Wir kochen sie lieber einfach ab. Ich weiß, wir müssen die hochwertige Nahrung auch noch reintun. Werden wir auch noch machen. So, da haben wir den. Tierisches hier, hier, hier. Dann haben wir da ein bisschen Leim. Oh, da müssen wir auch noch Ziegeln machen. Naja, alles zu seiner Zeit. Das werden wir auch mitnehmen. So, da liegt schon ein bisschen was drinnen. Da machen wir noch Blei. Ja, Blei ist voll. So. Hier. Dann einmal Stahl. Wenn wir schon haben, machen wir es gleich. So. Dann haben wir da drin. Bam. Da füllen wir gleich mal auf.
Einer fehlt da noch, ja. So. Naja. Das Fertige gehen wir da rein. Bam. Da kommt noch. So. Da hätten wir noch mehr Stahl. So, wir packen das da rein. Die Kiste ist wieder leer. Die würde ich gerne unten wieder hinstellen. So. Die da. Nein, die da. So. So, und weil wir gerade da sind. Können wir eigentlich schon wieder löschen. Ja. Und die Leber essen wir mal. Bäm. So, das ist gut. Da haben wir draußen beim Lehm. Füllen wir da gleich nach. Komm, ich schmeiß da alles rein. Es ist okay. Überhang bleibt sowieso über. So, alles mitnehmen. Yeah. So, da kann man auf jeden Fall das so machen. So, bam. Jetzt haben wir endlich wieder einen Lehmvorrat, der sich sehen lassen kann. Ja, da werden wir nachher. So, Wasser können wir wieder abdrehen. Bam. Super. Wie schaut es denn eigentlich aus? 12.000 Batterien sind voll, verfügbarer Strom ausreichend. Ja, wir könnten das Wasser aufgedreht lassen, aber boah, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, da würde ich die Kisten noch befüllen. So, wunderbar. Das raus. War das gemacht. Da ist auch noch so viel drin. Da auch. So. Schleppen wir uns einmal noch hin, füllen die Kisten auf, dann gehen wir wieder runter. So, ich würde nämlich gerne auch vielleicht unten in der Höhle noch mehr Extraktoren aufstellen. Weil wenn wir dann wieder anfangen, so ein großes Windkraftwerkprojekt zu beginnen. So, dann, das kommt daher. Ups, das kommt daher. Wir brauchen Nägel, viele. So, auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich dann im Voraus Sachen produzieren muss. Und dann, während der Urlaubsphase, ich kündige das natürlich dann noch an. Eine Woche ist ja auch noch Zeit. Dass ich dann auf Kommentare nicht mehr so eingehen kann und so. Es tut mir immer sehr leid. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem schreibt, weil ich lese es halt dann nach hier. So, das ist gut. Da kann man sagen... Ah komm, das werfen wir hier weg. So. Passt so. Das geben wir dem Mike zum Reparieren. So, das packen wir da rein. Da hat er jetzt seine Reparaturkistchen. Hat er wieder ausreichend. So, 1700. Oh. 1, 2, 3. Na dann. So. 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 Trächtig. Super. Finde ich gut. Trächtig. Gut. Oh, da wollte ich ja auch noch reinschauen, was wir da brauchen. Blei. Wir haben hier oben mal, wir brauchen 20, wir brauchen 30 Bleibahn. Machen wir das gleich. So. Oh, ist das viel 30 Bleibahn. So. So, 4 Stück noch. Wahnsinn, oder wie das drauf geht, das Material. So, Alu. 1400 Alu-Stücke. Alu haben wir mehr. Das ist gut. So, bis wir einfach nichts mehr tragen können, dann werfen wir das rein.
dann holen wir neu. So, Alu. 12.000, glaube ich, haben wir Kapazität. Wir schauen nochmal her. Ah, 12.000 Kapazität. So, Alu ist fertig. Super, dann brauchen wir noch Kupfer. Da haben wir leider wenig. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das so hin. Oder wir zünden hier mal an. Bam. 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 Und bam. So, super. Wo läuft er denn hin? So, wir fangen da oben natürlich an. Elektrik bräuchten wir wieder sehr viel. Da ist halt das Problem, dass wenn wir keinen Kupfer mehr haben, können wir elektriktechnisch auch nicht wirklich viel machen. So, ein bisschen Kupfer bräuchten wir. Da ist alles in Ordnung. So, dann würde ich sagen, wir holen uns mal Sand. 1, 2, 3, 4. Wir holen uns Lehm. 1, 2, 3, 4. Und wir sagen mal, nein, ja, hier. Oh, viel zu viele, viel zu viele. Okay. Damit wir während der Wartezeit auch vielleicht ein bisschen Siegel auflegen können. Also 4 auf einmal ist einfach zu viel. Einfach zu viel. So. Aber ich weiß nicht, warum wir die Horde nicht mehr hatten. In der Folge. Oh, ein Stück fehlt. Ob es da nach unten fiel? Keiner kann es sagen. So. 1, 2, 3. Wir probieren mal mit 3. 1, 2, 3. Machen den mit dem. Alle. Wir schauen mal, ob das von der Menge her wesentlich besser ist. Auch wenn ich mich erinnere, wie das früher war. Jeden Ziegel einzeln produzieren, herstellen, auflegen. Oh. Damals, das war noch die gute alte Zeit. So. Super. Dann fehlt genau der eine. Ja, mit dem können wir leben. So, dann haben wir da noch 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und machen auch gleich den hier. So, ich habe auch überlegt, ob wir noch mehr Mischmaschinen bauen, aber jetzt ernsthaft, also alles gut. Wir brauchen sehr viel Beton jetzt und irgendwann brauchen wir dann gar keine mehr. Ja. Und wenn man da jetzt ab und zu vorbeiläuft und 4 Mischmaschinen bedient, ich glaube, das ist schon gut so. So. Bam. Der Beton kommt da rein. 1, 2, 3, 4. So, wir laufen darüber. Muss inzwischen alles geschmolzen sein. So soll es sein. Alles in die Öfen rein. So, sehr gut. So, raus damit, raus damit. Wir laufen gleich mal da rein, weil... So, ein Kupfer noch. Stahl war kein Star, Blei war kein Star. Oh, Alu, super. Und Eisen. Ja, okay. So, in den anderen beiden Öfen. Da haben wir einmal Kupfer dabei, das ist gut. So, das werfen wir da rein. So, jetzt fehlt nur noch Elektrik. Großartig. Großartig. Ein Kupfer. Ein Kupfer. Naja. So, dann haben wir Alu. So. Machen wir das hier. So. Kupfer. 10 Stück werden zwar nicht ganz ausreichen, aber ah, ist okay. So, dann haben wir da noch das blaue Zeug. Super. Und dann noch mehr Kupfer. Damit wir einfach mehr
auch in Richtung Elektrik gehen können und die Batterien fertigstellen können, weil die halt auch wichtig sind. Super. So, die Kiste ist leer. Die stellen wir auch mal her. So, dann nehmen wir uns von hier diese. Füllen mal auf. Und füllen mal auf. So, und wenn wir jetzt schauen, jetzt sind wir bei 14.000, glaube ich. 14.000, yeah. So, die fühlen sich ja relativ zügig. So, was wir nämlich da gleich machen, platzierbar Strom Battery. Batterie, die Batterie. So. Bam. Bitte. Super. So. So, Elektrik durch. Da können wir gleich löschen. Ach schön. So, bei den vorbereiteten Folgen während meines Urlaubes werden wir das allerdings auch so machen, dass wir es ein bisschen kürzer vielleicht, schauen wir mal, wie ich dazu komme. 3 Wochen zu füllen mit mindestens einer Folge pro Tag ist natürlich ambitioniert, mein Freund, ambitioniert. So, nein, falscher Tisch, richtiger Tisch. So. Dann haben wir noch Alu und noch mehr Kupfer. Super. Alu bringen wir weg. So, Kupfer haben wir dabei. 10 Stück, dann würde ich noch 10 Stück davon nehmen. Yeah, 10 Plastik dazu werfen. Du, 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 du. 1, 2, 3. Am falschen Tisch, am richtigen sieht das gleich anders aus. Bam. Wir gleich mit 20 Stück können wir da oben reinwerfen, da fehlt nicht mehr viel. So. 1, 2, 3, 4. Yeah. Super ist das. So, und da unten 10 Blei, Alu, Kupfer. 10 Blei, Alu, Kupfer. Nehmen wir mal 10 Blei. Schauen wir mal rein. So, an sich bin ich aber zufrieden. So, da fehlt dann nur noch 4 Kupfer. 8 Kupfer fehlen. Gut, so viel Kupfer haben wir ja im Moment nicht. Es sei denn, wir schmelzen das auch noch ein. Machen wir das mal. So, da haben wir das Kupfer. Yeah. So, Kupfer. Alu. Alu. Bam. So, das ganze blaue Zeug, wir brauchen sie ja nachher für Kabel, Elektrik und Photovoltaik. Ich weiß gar nicht, ob wir das für die Windkraftwerke auch brauchen. Ja, aber es zu haben ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. So, da sind wir auch fast wieder durch. So, dann würde ich aber auch sagen, oh, wir haben Überlänge schon wieder. Heftige Überlänge, meine Lieben. Heftige Überlänge. Ah ja. So, also bitte nicht wundern, wenn vorproduziert, beginnen werden wir mit Anfang Juli. Vielleicht starten wir ein neues Projekt am Sonntag oder nächsten Sonntag. Werden wir auf jeden Fall ein neues starten, nächsten Sonntag. Also nicht der jetzt, sondern ich denke mal der darauf folgende. Der, ja. Ich glaube, der wird's. So, dann haben wir heute noch eine kleine Horde. Hippipura. Die kleine Horde, die ist da.
Ja, was fehlt dir denn? Was zu trinken kriegst du? So, die Geräuschhorde müsste das sein. Eine Geräuschhorde. Nein, nicht vors ATV. Yeah. So, jetzt weiß ich aber nicht, soll ich hinlaufen? Ich glaube, das machen wir später. Der andere ist einfach geflüchtet. Verdammt! So, wir schauen gleich mal wegen Verbinden. Er hier mit ihm hier. Ah, verdammt, 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 verdammt. So, wo ist das Huhn? Ich wünschte, ich sehe das Huhn. Da hätte ich was zu tun. Sag mal, ich habe das doch getroffen. Wieso gackert es noch? Zwei Betäubungspfeile nur noch. Ach, verdammt, das Huhn. Das verdammt. Oh ja. Oh ja. Yeah. Wir haben's Huhn. So, meine Lieben. Dann würde ich aber auch sagen, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und ich weiß noch ein Huhn. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.